Eine Chill-Episode gibt's noch. Also zumindest für die heutige Aufnahmesession. Herzlich willkommen zurück, das ist Skyward Sword HD. Wir haben Verrohres Flamme in unser Schwert aufgenommen. Und jetzt geht's ab zur Stätte der Lieder. Da holen wir uns das nächste Lied von Fei ab. By the way, wir werden das da wegnehmen. Wir werden... Ah ja, und wir könnten auch mal eine Kiste wieder hier uns gönnen. Und das machen wir als erstes. Zuerst gönnen wir uns die Kiste, dann gönnen wir uns die Kiste, holen wir unser Lied. Geil. Super. Herzlich willkommen zurück. Ich bin euer Kellervater. Schön, dass ich wieder da bin. Ab geht die Party. Hey. Alter Wolkenhortler. Ah ja, diese vulkanähnliche Insel kennen wir ja auch. Waren die nicht hier? Ja, da sind sie. Oh, oh! Nein! Nur weil ich die unbedingt haben wollte. Ich weiß nicht mal, was die bringen sollen. Die Teufel. So, nochmal. Da habe ich ganz schön vorbeigezielt mit meinem Strahl. Aha. Ich frage mich wirklich, was die bringen. Aha. Ganz komisch. Egal. Na, na, na. Ah. Kann es sein, dass wir mit dem... Moment. Kann es sein, dass da... Ein Stein. Nice. Boing, boing. Erzähl mal. Zeichnest du drei Dreiecke eine der Wände, werden dir vielleicht Feen erscheinen. Oh, das ist wieder was Neues. Das ist schön zu wissen. So, da haben wir, glaube ich, scheiß viel Pech. Oder? Haben wir Pech? Ich glaube, wir haben Pech. Scheiße, ich komme da nicht dran mit dem... Oh, oh. Ja, komm. Und nochmal. Komm. Hopp. Einmal geht's doch. Einmal muss es noch gehen. Scheiße. Das nervt gerade extrem. Ja. Komm. 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 Das hat jetzt gut überlebt. Interessant. Zwei dürften wir. Ja. Zwei dürften wir haben. Sehr gut. Und ja. Ab in das. Ins Regen, Hurricane, was auch immer Gebiet. Und go. Also noch. Noch scheint's zu passen. Wisst ihr, was wir dann machen könnten? Wir könnten dann das Wohnheim bei Nacht besuchen, weil da gibt es ja diese merkwürdige Frauenstimme oder so. Damit muss es irgendwas auf sich haben. Braucht ewig, bis man dort ist. Wirklich Ewigkeiten. Ja. Ich gehe mal davon aus, dass ich den gewaltig daneben gesetzt habe und dass das eigentlich da oben ist. Ja, ich habe den Strahl sicher daneben gesetzt. Ach, diese Vögel. Bei denen weiß ich noch nicht, wie ich die angehen kann. Boah, ich habe schon wieder so viel Rubine. Ich hoffe nur nicht, dass da jetzt ein 300-Rubinen-Nigger drinnen ist, weil dann ist es halt scheiße für mich.
Okay. Cool. Und hoch. Jawohl, da sind wir schon. Oh, eine Rubinmedaille. Trägst du sie bei dir, wirst du häufiger als sonst auf Rubine stoßen. Nimm sie mit, um schnell reich zu werden. Aha, ja, das ist ja natürlich auch ganz nice. Und wir haben anscheinend auch genug Platz dafür, wie es ausschaut. Was natürlich auch ganz nett ist. So, und jetzt bringt Fei uns noch ein paar Lieder bei. Oder zumindest ein Lied. Okay, ab geht die Party. Okay, zur Wüste Ranel, Nairus Weisheit. Dieses Lied haben wir jetzt gelernt, das heißt, wir werden jetzt auch Nairus Flamme dann erhalten und sicher irgendwie so ein geiles göttliches Artefakt wie die Drachen, Flussdrachen, Seedrachen, Dingsbums, Wasserdrachenschuppe. Warte mal kurz, jetzt bin ich echt verwirrt. Wasserdrachenschuppe, na das passt schon. Aber zuerst geht's ab in den Wolkenhort, wir werden bei Terry jetzt irgendwas stehen, keine Ahnung, irgendwas. Irgendwas Teures. Vogelfedern haben wir noch immer nicht, gell? So eine Scheiße. Sind das eigentlich die Vögel, von denen wir Vogelfedern dann erhalten werden? Ja. Aber wenn das so ist, könnten wir die irgendwo hinlocken. Ich bin nicht sicher. Aber ich könnte mal versuchen, in die reinzufliegen. Scheiße. Okay.
Ich versuche dann in die reinzufliegen. Schau mal, was passiert. Die anderen habe ich jetzt schön verfehlt. Ha? Okay. Dann wohl nicht. Die schauen auch nicht wirklich aus wie Vögel. Ich versuch's nochmal. Es bringt nichts. Es bringt absolut nichts. Komm. Ja, Glück gehabt. Okay, das war nichts mit Vogelfeder. Schade drum. Irgendwann werden wir schon rausfinden, für was die sind. Ja, auf jeden Fall schauen wir mal zu Terry, was der uns so anzubieten hat. Vielleicht gibt es ja noch eine Abenteurertasche, oder wie heißt die? Zusatztasche? Keine Ahnung. Terringer, da ist er. Was ist los? Jetzt. Es ist immer so komisch. Wir haben aber, soweit ich weiß, beide Kisten jetzt. Aber sollten es nicht drei sein? Sollten es nicht drei Kisten sein? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Moment. Also hier nicht. So, ja! Es gibt wirklich nochmal so eine Tasche. Wunderbar. Jetzt, da verlangt er sicher 1200 dafür jetzt. Dieser Halsabschneider, dieser dreckige. Ich kauf sie ja. Keine Sorge. Ah, jetzt haben wir alles. Okay. Thank you! Das heißt, das dürfte jetzt auch fertig ausverkauft sein. Setzt er sich zur Ruhe, sobald das komplett ausverkauft ist? Alles? Also wenn wir das und das hier noch kaufen, setzt er sich dann zur Ruhe? Wäre witzig. Bei den Preisen, die er verlangt, glaube ich, kann er sich eine schöne Pension leisten. So. Ich glaube, ich weiß, wie man diese Vögel runterholt. Ich glaube, wir brauchen dafür Pfeil und Bogen. Kann das sein? Ich denke schon. Also es klingt für mich sehr wahrscheinlich. Gut, was machen wir jetzt noch? Genau, machen wir nochmal nachts im Wohnheim. Schauen wir, was es damit auf sich hat, mit diesem Nachts im Wohnheim-Ding. Das würde mich total interessieren eigentlich. Das heißt, wir legen uns jetzt schlafen und dann schauen wir, was abgeht. Na, was geht bei dir? Alles gut? Link! Schon lange nicht mehr im eigenen Zimmer geschlafen. Vogelfedern vielleicht in der Ravenelwüste bei diesen komischen Vögeln, die dann immer Steine hochwürgen. Ah, bis nachts. Bin ich jetzt mal gespannt. Oh, Dankbarkeit. Oder Güte. Nice. Ja, aber bevor wir das jetzt machen, gibt es natürlich einen... Jetzt habe ich fast schon vorher abgedrückt. Ein Cut.